Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Südsudan ist nicht nur der jüngste Staat. Es gibt ihn seit 6 Jahren, seit 4 Jahren gibt es dort Krieg. Und im Grunde genommen gibt es dort seit 40 Jahren Krieg und Bürgerkrieg mit kleinen Unterbrechungen. Und viele Vorredner haben die aktuelle Situation beschrieben, was das tatsächlich bedeutet. Und ich finde, neben den nackten Zahlen, 12 Millionen Einwohner, 7,6 Millionen von Nahrungsmittelhilfen abhängig, 1,25 Millionen unmittelbar vom Hungertod bedroht. Das ist ja schon erschreckend genug, aber wenn man sich einmal anschaut, wie sich diese Zahlen entwickelt haben, seit wir im vergangenen Jahr über die Verlängerung dieses Mandats entschieden haben, dann muss man sagen, es hat sich in der Tat nicht zum Guten entwickelt, sondern es ist weiter schlechter geworden. Und der Kollege Schmidt hat geendet in seiner Rede mit der Feststellung, dass man sich letztlich auch über die Alternativen, die es dazu gibt, bewusst sein muss. Und ich glaube, das müssen wir in eine Gesamtbetrachtung mit einbeziehen. Es ist ein vielschichtiger Konflikt, der mit 2 Namen verbunden ist. Mit dem Premierminister, mit dem Präsidenten und darüber hinaus mit seinem früheren Vizepräsidenten. Es geht um Macht, es geht um Geld, es geht um Ressourcen, es geht um Bodenschätze, es geht um Öl, es geht letztlich auch um einen ethnischen Konflikt zwischen den Dinka und den Nuer, der da zugrunde liegt. Und dafür brauchen wir in der Tat auch eine vielschichtige Lösung. Aber eines ist klar, niemand hier in dieser Debatte hat eine Alternative auch zum Einsatz dieses UN-Mandates benannt. Denn die Situation ist doch die, dass es überhaupt nichts bringt, hier nur mit ziviler Entwicklungshilfe zu arbeiten, wenn allein in diesem Jahr bereits 18 Entwicklungshelfer ermordet worden sind. Wenn wir im vergangenen Jahr Polizisten aus dieser Mission abgezogen haben, dann zeigt es doch ganz eindeutig, dass man eben auch mit militärischen Mitteln die Grundlage für ein hinreichendes Maß an Sicherheit schaffen muss. Es ist ja nicht nur so, dass Entwicklungshelfer und die Soldaten von UNMISS sich nicht frei bewegen können im Land. Selbst der Präsident ist mehr ein Bürgermeister von Juba, als dass er tatsächlich Präsident des Landes ist und sich dort bewegen könnte. Deshalb ist es eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein umfassender Ansatz hier auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Und in der Tat, da haben wir relativ wenige Vorschläge gehört. Und ich glaube auch, dass wir auch bei der Verlängerung von UNMISS deutlich machen müssen, dass es so nicht weitergehen kann, sondern dass wir ein verstärktes Engagement brauchen, dass wir auch Druck der europäischen Staaten beispielsweise benötigen auf die Nachbarländer, beispielsweise auf Ägypten, auf Äthiopien, die dort alle mit eigenen Interessen unterwegs sind, Uganda, die dort die Regierungstruppen unterstützen und anderes mehr. Und ich will auch noch mal an dieser Stelle sagen, wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir da nicht nur rein altruistisch unterwegs sind, sondern es ist eben tatsächlich so, dass beispielsweise der katholische Bischof von Südsudan bereits im August darauf hingewiesen hat, dass eben große Flüchtlingsströme aus dem Südsudan sich auch Richtung Europa aufmachen können. Wenn man sich einmal anschaut, dass sich die Zahl der Flüchtlinge in den letzten 12 Monaten etwa verdoppelt hat, 2 Millionen Menschen innerhalb des Landes, 1 Million in Uganda, 700.000 im Sudan, dann ist es erschreckend. Und wenn ich mir die Situation in Uganda anschaue, dann ist es wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Dort sagt beispielsweise das UN-Welternährungsprogramm, man bräuchte 570 Millionen US-Dollar, um die Menschen dort versorgen zu können. Tatsächlich sind nur 20% der Mittel da. Das erinnert mich fatal an den Sommer 2015 und die Situation in den Anrainerstaaten Syriens. Und deshalb sollte uns bewusst sein, wir reden hier nicht nur über ein kleines Bundeswehrmandat, wir reden über die drittgrößte Flüchtlingskrise nach Syrien und Afghanistan und deshalb über unser Thema. Und deshalb müssen wir dort auch mehr tun, humanitär, in der Rechtsstaatszusammenarbeit, aber auch mit dem notwendigen Militär, um Sicherheit für all das gewährleisten zu können. Herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. Reinhard Brandl für die CDU-CSU-Fraktion.